steriler Verbandswechsel einer perkutanen Ernährungssonde. In der ersten Woche nach der Anlage einer perkutanen Sonde, wie zum Beispiel einer PEG-Sonde, ist ein steriler Verbandswechsel jeden Tag erforderlich und sollte von einer Pflegefachkraft durchgeführt werden, um eine möglichst schnelle Wundheilung zu gewährleisten und Wundinfektionen zu verhindern. Bei abgeheilter Wunde und reizlosen Wundverhältnissen kann der Verbandswechsel zweimal wöchentlich erfolgen oder, im Ermessen des Arztes, eventuell auch ganz auf einen Verband verzichtet werden. Wichtiger Hinweis zur erstmaligen Mobilisation der perkutanen Sonde. Der Zeitpunkt muss von dem Arzt vorgegeben werden, der die Sonde gelegt hat. Ab diesem Zeitpunkt muss die Sonde bei jedem Verbandswechsel mobilisiert, das heißt in ihrer Öffnung bewegt werden. Für den Verbandswechsel benötigen Sie sterile Schlitzkompressen zum Unterlegen unter die Sonde, sterile Mullkompresse zur Reinigung der Sonde und zum Abdecken, Stretchpflaster zum Verbinden der Sonde, Einmalhandschuhe zum Eigenschutz, Händedesinfektionsmittel, ein polyhexanidhaltiges Hautdesinfektionsmittel wie zum Beispiel Prontosan oder Prontosan C oder Octenilin. Waschen Sie beide Hände gründlich mit Seife und trocknen Sie sie ab. Desinfizieren Sie möglichst die Hände mit Händedesinfektionsmittel und ziehen Sie danach gegebenenfalls Einmalhandschuhe an. Entfernen Sie den alten Verband und entsorgen Sie alles. Desinfizieren Sie die Hände erneut und ziehen Sie gegebenenfalls neue Einmalhandschuhe an. Feuchten Sie die Halteplatte an, beispielsweise durch Besprühen mit Hautdesinfektionsmittel. Lösen Sie nun die Sonde aus der Halterung und schieben Sie die Halteplatte bis zur blauen Sicherheitsklemme der FloCare PEG vom Körper weg. Die blaue Sicherheitsklemme muss immer an der Sonde belassen und darf nicht entfernt werden, damit die Halteplatte später wieder genau in die ursprüngliche Position geschoben werden kann. Besprühen Sie jetzt die Haut um die Sondenaustrittsstelle mit Desinfektionsmittel. Wischen Sie beim Reinigen mit einer Mullkompresse immer im Halbkreis von der Sondenaustrittsstelle nach außen. Reinigen Sie die Unterseite der Halteplatte bitte ebenfalls. Um ein Einwachsen der inneren Halteplatte zu vermeiden, sollte die PEG-Sonde vorsichtig mobilisiert werden, indem sie leicht auf- und abbewegt, so 1,5 cm, und um 180 Grad um ihre Achse gedreht wird. Bei einer PEGJ mit Lage der Sondenspitze im Dünndarm darf die Sonde in ihrer Öffnung nicht gedreht werden, da sich sonst die Lage der Sonde verändern könnte. Legen Sie die Schlitzkompresse auf die Haut um die Sonde, ziehen Sie vorsichtig an der Sonde, bis Sie einen leichten Widerstand spüren. Und schieben Sie die Halteplatte wieder in die ursprüngliche Position. Dabei zwischen Haut und Halteplatte immer etwa 5 mm Luft lassen. Legen Sie die Mullkompresse über die Halteplatte und kleben Sie zuletzt das Stretchpflaster darüber. Ziehen Sie gegebenenfalls die Handschuhe aus und entsorgen diese fachgerecht. Wichtig: Sollten an der Sondenaustrittsstelle Anzeichen einer Entzündung auftreten, zum Beispiel stärkere Rötungen, Schwellungen, Austritt von Sekret, Bauchschmerzen, Fieber oder sollte der Verband durchnässt sein, informieren Sie sofort den Hausarzt. Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel, die Polyvidonjod, PVP-Jod, zum Beispiel Betaisodona, Braunol oder Octenidin-Dihydrochlorid-Phenoxy-Ethanol, zum Beispiel Octenisept, enthalten, da diese das Material der Sonde schädigen können. Sowohl Duschen, Baden als auch Schwimmen ist nach kompletter Wundheilung möglich. Dazu kann der Verband mit einem wasserfesten Transparentpflaster abgedeckt werden. Nach dem Baden wird nach sorgfältigem Trocknen der Haut ein neuer Verband angelegt.